Herzlich willkommen zur Lehrveranstaltung Transition Management. Hier die Lehreinheit Energiebranchen, Transitions, Übergänge der Energiebranche zu einer nachhaltigen Entwicklung. Wir sind jetzt in der Episode 3, in der es um die Wechselwirkung von Strategie und Rahmenbedingungen am Beispiel von Städten gehen soll, von der Smart Energy zur Smart City. Und diese Episode ist im Kontext der gesamten Lehrveranstaltung deswegen von besonderer Bedeutung, weil hier diese zentralen Themenstränge, die uns in der Gesamtlehrveranstaltung beschäftigen, nämlich einmal das Thema Stadt, wie funktionieren Transitions in Städten, zusammenkommt mit dem zweiten zentralen Themenkomplex, wie funktionieren eigentlich Transitions in einzelnen Industrien und Branchen. Und uns wird in dieser Episode am Beispiel Energie beschäftigen, wie Stadt und Unternehmensstrategien ineinandergreifen, wie stark Stadtveränderungsprozesse durch Unternehmen vorangetrieben werden, beziehungsweise die Veränderungen in Städten sich auf die Geschäftsstrategien von Unternehmen auswirken. Dies ist ein wichtiges Thema in den abschließenden Aufsätzen des Buches Smart Energy. Ich habe Ihnen hier die drei Aufsätze, auf die ich mich im Folgenden insbesondere beziehe, nochmals dargelegt. Ein Aufsatz, der sich mit der Bedeutung auch von Unternehmensstrategien und technologischen Strategien auf dem Weg zu einer CO2-armen Stadt auseinandersetzt, besonders illustriert am Beispiel München. Wir werden gleich nochmal darauf kommen. Und dann die Frage, wie wirken sich unterschiedliche Stadtentwicklungsszenarien, einmal die schrumpfende Stadt. Und hier wird uns wieder das Beispiel Wuppertal begegnen, auf Unternehmensstrategien aus. Denn der Autor Andreas Feicht ist Geschäftsführer der Wuppertaler Stadtwerke und ist aus der Perspektive einer Stadtwerke-Strategie mit einem ganz bestimmten städtischen Entwicklungskontext in dem einer schrumpfenden Stadt konfrontiert. Und wir werden sehen, was das für die Strategieentwicklung bedeutet. Und zum anderen die Frage, was für Herausforderungen geben sich gerade in sehr, sehr stark expandierenden Städten, wie wir sie insbesondere in Schwellenländern wie China und Indien finden. Und hier werden Kai Rommel und Julian Sagebiel am Beispiel der Stadt Hyderabad in Indien aufzeigen, dass im Rahmen der Transformation eben nicht nur übergeordnete Landscape-Faktoren auf der einen Seite und die Frage entsprechender Technologieentwicklung eine wichtige Rolle spielen, sondern es immer auch eine besondere Bedeutung gibt von geeigneter Regulierung, gesetzlichen Maßnahmen, die dann den Weg zu einer CO2-Freiheit unterstützen. Und am Beispiel Hyderabad geht es insbesondere um die Bedeutung von Einspeisetarifen, wie wir sie in Deutschland schon lange kennen und wie sie jetzt auch zur Förderung regenerativer Energien in vielen Schwellenländern diskutiert werden. Das zum Überblick über die drei Beispiele, die Sie eben auch ausführlicher dokumentiert im Buch Smart Energy finden. Zur Einleitung nochmals einige Sätze zu dem stärker sich aufeinander zubewegen von Unternehmensstrategien auf der einen Seite und Stadtentwicklungsstrategien auf der anderen Seite. Die große Herausforderung, nachhaltige Entwicklung, CO2-arme und freie Städte zu erzeugen, führt dazu, dass dies heute ein ganz wichtiger Geschäftsbereich in den Unternehmen immer mehr Branchen wird. Ein besonders herausragendes Beispiel im deutschen Kontext ist das Unternehmen Siemens, das erst im Jahr 2011 einen eigenen Geschäftsbereich für urbane Infrastruktursysteme geschaffen hat. Unter urbanen Infrastruktursystemen sind eben alle Lösungen gemeint, die von Siemens angeboten werden und die gebraucht werden, um Städte für die Zukunft auszurichten, insbesondere im Hinblick auf die Energie- und Klimaherausforderungen. Und das reicht dann von Lösungen im Gebäudebereich, geht weiter zu Lösungen zur Energieversorgung im städtischen Bereich bis hin zu allen Fragen der Verkehrs- und Mobilitätsversorgung. Dazu muss man eben wissen, dass Siemens eben auch ein wichtiger Hersteller zum Beispiel im Bahn-
S-Bahn-Bereich ist und hier eine ganze Reihe an Lösungen anbietet. Und mit der Zusammenführung in einem Geschäftsbereich, der einen großen Anteil heute schon des Gesamtgeschäfts von Siemens ausmacht, wird eine Strategie vorangetrieben, die versucht, das Thema Stadt sehr viel integrierter zu denken, damit auch ein integrierter Ansprechpartner für diejenigen auf der Ebene von städtischen Entscheidern zu sein, die die Gesamtentwicklung der Stadt im Blick haben und diese auf die Klima- und Energieherausforderungen hin ausrichten. Und damit wird auch in der Definition von Unternehmensstrategien die Perspektive auf die Entwicklung einer gesamten Stadt immer bedeutender. Und das ist ein Phänomen, das man eben nicht nur bei Anbietern technischer Lösungen findet. Auch für die Immobilienwirtschaft zum Beispiel, große Wohnungsbaugenossenschaften, steht heute nicht nur das einzelne Bau- und Mietobjekt im Zentrum, sondern zunehmend auch die Frage, wie entwickelt sich ein ganzes Stadtquartier und Viertel? Bietet es ausreichende soziale, Umwelt- und ökologische Qualität, dass sich Menschen in diesem Viertel wohlfühlen? Sind die notwendigen Dienstleistungen, Angebote, zum Beispiel im Hinblick auf die Herausforderung einer älter werdenden Bevölkerung gegeben? Auch hier für mich verbindet sich unternehmensstrategische Überlegung mit der Entwicklung eines gesamten Stadtviertels, und Transition-Strategien im Stadt- und Unternehmensbereich wachsen immer enger zusammen. Dies zum Rahmen, warum wir uns hier in der Frage, wo es ja um die Veränderung von Unternehmensstrategien geht, so auf das Thema Stadt konzentrieren und warum dieses Thema auch in dem Buch Smart Energy eine solch wichtige Rolle spielt. Ich möchte, um dieses Themenfeld für Sie auch nochmal konkreter und plastischer werden zu lassen, aus dem Beitrag von Manfred Fischedick und Stefan Lechtenböhmer vom Wuppertal-Institut dieses Beispiel München aufgreifen. Und hier hat sich diese Verbindung von Unternehmens- und Stadtstrategien eben auch in einem sehr konkreten Projekt gezeigt, nämlich einer Studie, die das Wuppertal-Institut in den Jahren 2008-2009 für die Stadt München gemacht hat. Nämlich die Frage, kann die Stadt München innerhalb der nächsten 50 Jahre bis zum Jahre 2058, und das ist der 900. Geburtstag der Stadt München, komplett CO2-neutral werden. Und Aufgabe war es zu sehen, welche technologischen Entwicklungen sind heute verfügbar, welche sind absehbar und wie ließen diese sich intelligent kombinieren, um eben zu einer komplett CO2-freien Stadt zu kommen. Das ist Gegenstand der Studie. Und interessanterweise ist diese Studie finanziert worden von der Siemens AG, weil die Siemens AG ein großes Interesse daran hatte, zu verstehen, wie sich Städte in Zukunft entwickeln können und was das durchaus auch bedeutet für die dafür notwendigen Technologieportfolios und durch solche Studien eben die Überlegungen für die eigene strategische und technologische Ausrichtung mit befördert werden. Und ein wichtiges zusammenfassendes Ergebnis dieser Studie finden Sie hier auf der Folie wiedergegeben in dem Buch Smart Energy. Es ist auf Seite 402 auch nachlesbar. Zudem ist auch die gesamte Studie im Internet verfügbar. Und dieses Bild zeigt Ihnen auf, wie in dieser Szenario-Rechnung deutlich wurde, wo die Haupteinsparpotenziale und Möglichkeiten für ein CO2-freies München liegen. Wir haben ja in der Episode zu Städten auch mit Stefan Lechtenböhmer, dem Projektleiter dieses Projektes, ein Interview geführt, wo er Ihnen über die Gesamtstudie berichtet hat. Und das Interessante nun ist einmal zu sehen, dass vom Ausgangspunkt 2008 rund 8 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß der Stadt es durchaus möglich erscheint, in den nächsten 50 Jahren auf einen CO2-Ausstoß zu kommen, der bei einer Million Euro, bei einer Million Tonnen CO2 so und sogar noch darunter liegt. Und für die Frage, welche Technologien, welche Formen von Innovation werden dabei eine besondere Rolle spielen, ist der Blick auf die besonders großen Balken reizvoll.
Und Sie sehen, dass ein ganz, ganz wichtiger ist Einsparpotenzial hier unter B erkennbar eben in der Wärmedämmung und Heizungseffizienz liegt. Das heißt, das, was in den Gebäuden passiert, durch entsprechende Energieeffizienzmaßnahmen. Und hier spiegelt sich ein wichtiges Element auch der politischen Diskussion über Energy Transitions wider, dass das größte Potenzial in der Energieeinsparung und gar nicht in der Umstellung der Energieerzeugung liegt. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Strategien der Unternehmen in der Branche. Wir haben das in den letzten beiden Episoden gesehen, dass neben den Produktionsstrategien gerade diese Strategien, die auf Energieeinsparung und Effizienz zielen, von zentraler Bedeutung sind und zum Teil eben auch eine enge Zusammenarbeit brauchen der unterschiedlichen Anbieter der Lösungen von Wärmedämmung, geeigneten Fenstern, der intelligenten Wärmesteuerung und Heizungstechniksteuerung in den Gebäuden und dies eben gut gekoppelt sein muss dann mit den Energieerzeugungsanlagen und den Energiequellen für das neue Gebäude. Zweiter zentraler Block hier im hinteren Teil unter K zu erkennen, ist eben die zusätzliche regenerative Energieeinsparung, also CO2-Einsparung dadurch, dass wir von den heutigen fossilen Energieproduktionsmethoden zu regenerativen Energien kommen. Das ist das Feld, das ja auch in der politischen und allgemeinen Diskussion über die Energiewende eine wichtige Rolle spielt. Die Umstellung auf Wind- und Solarenergie, die Umstellung auf nachwachsende Rohstoffe, zum Beispiel in der Gebäudeheizung, denken Sie zum Beispiel an Holz. Pellets. Also hier liegt der zweite zentrale Bereich und bedeutet wiederum eine entsprechende technologische Herausforderung für Unternehmen wie Siemens oder eben auch die Unternehmen, die gerade im Heizungs- und Wärmebereich sehr aktiv sind. Hier sind viele ja auch große mittelständische Unternehmen in Deutschland wie Weiland und andere zu nennen. Dann ein Block hier unter L genannt, Stromeinsparung durch Effizienzmaßnahmen, macht eben deutlich, wie ein anderer Einsparungsbereich eine ganz wichtige Bedeutung hat, nämlich die Energie- und Stromverbraucher im Gebäude, unsere Kühlschränke und Tiefkühltruhen, Wäschetrockner, Waschmaschinen, die Beleuchtung im Gebäude. Dort liegt eben ein ganz erhebliches Potenzial und macht eben auch deutlich, warum auf der politischen Ebene, denken Sie an viele Verordnungen, Richtlinien der Europäischen Union, die zum Beispiel eben auf die Auswechslung von Glühbirnen zielen, um dieses Einsparpotenzial zu mobilisieren und der gesamte Themenkomplex Energieeffizienz auch in der künftigen Rahmensetzung eine wichtige Rolle spielt, weil er so ein zentrales Potenzial hat. Und hier sind natürlich dann wiederum ganz, ganz neue und andere Branchen betroffen, von den Hausgeräteherstellern bis zu den Glühbirnenherstellern, die alle Lösungsbeiträge zu diesem Beitrag in der Energiewende leisten können. Ich möchte aus dem mittleren Teil, dort sehen Sie auch unter F und G nochmals zwei durchaus relevantere Blöcke. Unter F sind eben angesprochen Maßnahmen der Verkehrsvermeidung, Verlagerung und Umweltbund und unter G die Fahrzeugeffizienz und Fahrzeugelektrifizierung. Und das sind beides Blöcke, die aus dem Bereich der Mobilität stammen. Denn der Verkehr ist je nach Stadt und Kommune durchaus ein ganz eine zentrale Quelle für CO2-Emissionen, der in der Größenordnung ein Viertel bis zu einem Drittel der CO2-Emissionen liegen kann. Und es daher wichtig ist, auch hier entsprechende Lösungen zu finden. Und diese beiden Säulen machen eben deutlich, dass die Lösungen eben einmal eine technologische Komponente haben, zum Beispiel die Umstellung auf Elektromobilität, wenn gewährleistet ist, dass der Strom für diese Elektromobilität aus regenerativen Energien kommt. Denn erst nur dann stellt ein Elektroauto auch einen Beitrag zur CO2-Minderung dar. Aber diese technologischen Maßnahmen durchaus gekoppelt werden müssen mit anderen Lebensgewohnheiten, Mobilitätsstilen. Und das ist gemeint unter den Stichworten Verkehrsvermeidung und Verlagerung. Bewusst
in der Stadtplanung die Wege zum Beispiel zwischen Wohnen und Arbeiten, Wohnen und Einkaufen zu verkürzen und damit bestimmte Verkehre gar nicht anfallen zu lassen oder eine Verlagerung zu erreichen auf den öffentlichen Nahverkehr und insbesondere auf Fahrrad- und Fußverkehr und damit einen ganz entscheidenden Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten. Und hier wird eben deutlich, für die Unternehmen sind das Herausforderungen auf sehr unterschiedlichen Ebenen und sie betreffen wiederum sehr verschiedene Branchen. Sie bedeuten in der Regel zusätzliche Märkte für die Anbieter, zum Beispiel öffentlicher Nahverkehrsmittel oder neue Lösungen im Fahrradbereich, denken Sie an Pedelecs. Sie sind eine Herausforderung für Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnologie, wenn es um die Kopplung der verschiedenen Verkehrsträger geht, intelligente Abrechnungs- und Verkehrsleitsysteme. Ich glaube, an diesen Beispielen ist deutlich geworden, wie vielfältig Energiewandel und Energiewende hier der Weg zu einer CO2-freien Stadt Unternehmen, Unternehmensstrategien betrifft und wie intensiv technologische Lösungen dann in Lösungen des Gesamtlebenswandels und der Unternehmensstrategie eingebettet sind. Ich möchte im nächsten kurz auch nochmals eingehen auf den angesprochenen Beitrag zur Smart Energy für schrumpfende Städte von Andreas Feicht, den Wuppertaler Stadtwerken. Hier ist eine Grundidee von zentraler Bedeutung, dass das, was wir auch im Stadtkapitel unter schrumpfenden Städten gefasst haben, nämlich einfach das Abnehmen der Bevölkerungszahl, sich aus der unternehmensstrategischen Sicht eines Stadtwerkes nochmal in einer ganz anderen Form darstellt. Und Andreas Feicht bezeichnet das als perforierte Stadt. Perforierte Stadt deswegen, weil die Abnahme der Bevölkerung nicht nur an einzelnen Punkten passiert, sondern in der Regel verteilt über das gesamte Stadtgebiet und damit eine ganz große Herausforderung für Versorger von Strom, aber eben gerade auch Gas, Wasser, Abwasser darstellt. Denn die Leitungskapazitäten, die Infrastrukturen auf eine bestimmte Bevölkerungszahl und auch eine bestimmte Dichte der Bevölkerung ausgelegt waren und mit der Ausdünnung in Städten, zunehmend aber und fast noch stärker auch in einigen ländlichen Räumen in Deutschland, ist es immer schwieriger, dieses Infrastruktursystem, das für ganz andere Kapazitäten ausgelegt war, sowohl technisch, insbesondere im Abwasserbereich, als auch ökonomisch noch erfolgreich zu betreiben. Und hier bekommt es dann eine sehr hohe strategische Relevanz für diese Unternehmen, dass die Stadtplanung diese Problemfelder sehr bewusst angeht und auch den Rückbau und die Schrumpfungsprozesse in einer solch intelligenten Weise begleitet, dass die gleichmäßige Perforierung nicht das Leitbild also der Stadtentwicklung wird, sondern sehr viel eher zu konzentrierten Rückbauten in einzelnen Bereichen kommt. Einzelne Städte in den neuen Bundesländern haben das in den letzten Jahren praktiziert, zum Beispiel durch den konzentrierten Abriss ganzer Plattenbausiedlungen, die eben dazu geführt haben, dass die Bevölkerungsschrumpfung dann sich auf einzelne Stadtgebiete konzentrierte, die es dann auch ermöglichte, die Infrastrukturlösung darauf anzupassen. Also auch hier wird wieder deutlich, wie Stadtplanung und Stadtentwicklung eng verbunden ist mit unternehmensstrategischen Herausforderungen. Schließlich, ich bin auf den Beitrag von Kai Rommel und Julian Sagebiel eingegangen, die von einem Projekt berichten, das entstanden ist in der umfassenden Megacity-Initiative des Bundesforschungsministeriums, wo deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Herausforderungen von Megacities mit sehr unterschiedlichen disziplinären Ansätzen untersuchen. Ein sehr inter- und transdisziplinäres Programm in der Form, wie wir sie in der Methodenvorlesung festgestellt haben. Und das ist hier in dem Buch insbesondere auch deswegen berücksichtigt, weil es sehr schön verdeutlicht, wie auch Politik und Governance-Innovation, nämlich hier die Idee einer Einspeisevergütung, die ja auch Grundlage des Erneuerbaren Energiegesetzes in Deutschland ist, in Ländern wie Indien eine wichtige Rolle spielen kann, um den Umbau zu regenerativen Energien in diesen Ländern zu befördern. Das heißt, die Idee, dass der Ausbau der regenerativen Energien dadurch gefördert ist, dass jeder, der in regenerative Energien investiert, weiß,
welchen Erlös er für den Strom erzielen kann, damit Investitionssicherheit besteht und diese Einspeisevergütung dann getragen wird von allen Stromverbrauchern und auf die Weise eine Art Selbstfinanzierung des Umbaus zu regenerativen Energien stattfindet. Und die Begleitung eben technologischer und Geschäftsmodellinnovationen durch solche politischen Innovationen macht dann die Innovationsdynamik in der Regel erst groß genug, um wirklich zu einer umfassenden Energy Transition zu kommen. Ich will zum Ende dieser Episode auch nochmal ein Fazit zu der Lehreinheit ziehen. Ein Fazit, das insbesondere zwei Punkte hervorheben möchte. Nämlich einmal, dass wir, glaube ich, in all den Beispielen gesehen haben, und das ist eine der wichtigen Botschaften ja auch des Transition-Ansatzes, umfassende Transformationen sind immer ein Zusammenspiel von übergeordneten Landscape-Trends und dadurch ausgelösten Regimeveränderungen, die auf Akteure wirken. Und wichtige Akteure sind nun Unternehmen und dann von Unternehmen aufgegriffen werden, in ihre Geschäftsstrategien übersetzt werden müssen. Zum anderen aber die Bewegung genau auch in die andere Richtung läuft. Innovative Geschäftsstrategien, neue Geschäftsansätze sind wichtiger Treiber und Katalysator für die übergeordneten Transitions. Also ganz im Sinne der Multilevel-Perspektive haben wir immer wieder das Zusammenspiel von Top-Down und Bottom-Up, um dann zu Veränderungsprozessen zu kommen. Und das ist, glaube ich, hier an den Beispielen der Energiebranche sehr deutlich geworden. Und ein zweites wichtiges Fazit, die Rolle von Technologien zu verstehen. Zu sehen, dass Technologien häufig im Kern dieser Transition-Prozesse stehen, aber der Idee der Systeminnovation folgend immer wieder eingebettet sind in neue Lebensstile, Konsumgewohnheiten, eben in neue Geschäftsstrategien und geeignet flankiert werden können, dann durch politische und institutionelle Innovationen. Also Technologie im Sinne einer eingebetteten Technologie ist der Motor für die übergeordneten Transitions. Das sind zwei wichtige Fazite und eben auch Lernziele, die hoffentlich in dieser Lehreinheit zu der Transition-Energiebranchen deutlich geworden sind. Zum Abschluss der Blick auf die Aufgaben für das Selbststudium. Was ich in dieser Lehreinheit gemacht habe, ist ja, Sie durch ein sehr umfassendes Werk zu führen, das Energietransformationen plastisch werden lässt. Und für das Selbststudium ist es einfach sehr hilfreich, dass Sie sich diese Beispiele in dem Buch ansehen und zuordnen. Einmal zu Anpassungs- und zum anderen zu ordnungspolitischen Strategien. Also wo stellen Sie dieses Anpassungsmuster in den Strategien fest? Wo merken Sie das Unternehmen durch Ihre Strategien den Wandel ganz proaktiv agieren? Und vor dem Hintergrund dieser Fälle, die Sie in diesem Buch entdecken, versuchen Sie durchaus für sich zu erarbeiten, was sind denn eigentlich Einflussfaktoren, die dazu führen, dass die Unternehmen einmal mehr reaktiv und zum anderen dann wirklich sehr, sehr aktiv und auch die Gesamtentwicklung treibend wirken können. Denn dies gibt Ihnen ein Gefühl dafür, wann Unternehmen zum strukturpolitischen Akteur werden können, wie wir es in der Einführungslehreinheit zu den Branchentransitions kennengelernt haben. Um über das Smart Energy Buch hinaus und seine wichtigsten Aufsätze, die hier nochmal zitiert sind, die gerade die Brücke zur Transition-Theorie zu schlagen, haben wir hier auch nochmal zusätzliche Literatur aufgeführt, gerade ein Aufsatz von Gehls, der sehr schön deutlich macht, wie die Branchentransitions und die Industry-Transitions aus der Transition-Management-Theorie betrachtet werden. Und gerade dort finden sich auch sehr schöne Bezüge nochmals auf die Energiebranche. Insofern wünsche ich Ihnen viel Freude bei den Selbstlernaufgaben und der vertieften Lektüre. Herzlichen Dank.